Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück. Nach langer Zeit zu einem weiteren VR-Stream zu Survive, wo ich gerade erstmal mein Headset hier richtig einstell. Ja, es gab jetzt lange Zeit keinen VR-Stream, weil es einfach zu warm dafür war und ich dann erstmal Survive pausiert hatte, bis ein bisschen kühler ist. Jetzt ist mittlerweile Herbst, also ist brandaktuell am 17. Oktober. Ich hab gerade sich jetzt einfach nochmal nachgeguckt. Ich hab einfach Datum aus dem Augen verloren. Für einen kurzen Moment. Ja. Beim letzten Mal hatten wir Stress in der Kanalisation, weil da ein Ausgang versperrt war und jetzt müssen wir durch einen anderen Ausgang. Ja, ich hab das tatsächlich noch im Kopf. Hätte ich auch nicht gedacht. Zuallererst, was will ich mitnehmen? Den Knüppel. Ich habe mich noch nicht ausgestattet mit Ausrüstung. Ich weiß nur, dass hier die richtig fette Wumme in einer der Kiste waren. Ja, da ist meine Lieblingswumme. Na, schade, die ging nicht da dran, aber. Komm her. Aber in der Brust einmal. Ja. Wie habe ich das mit Survive jetzt vor? Ich wollte jetzt mich erstmal ausrüsten. Die Knarre hängt gerade echt kacke. Die hängt mir so halb im Bild. Sag mal, was ist mit dem VR los? Das war mal nicht so. Ich erinnere mich, ich hatte keine Sichtbehinderung hier rechts. Daran erinnere ich mich ganz genau. Dass ich nach rechts gucken kann, ohne eine Sichtbehinderung zu haben. Ich denke schon drüber nach, das Spiel gleich einmal neu zu starten. Ist, glaube ich, sogar eine gute Idee. Aber so kann ich doch nicht spielen, wenn ich hier stets eine Sichtbehinderung habe. Habe ich das auch mit der anderen Waffe? Ne, mit der habe ich das nicht. So, ich hatte doch noch eine Lampe hier irgendwo, oder? Ja, da. Ach, hier ist schon eine dran. An dich kann ich leider keine drin packen, aber du brauchst auch keine. Du bist auch so schön. So, erstmal gucken, wo muss ich überhaupt hin? Das ist eine sehr schöne Karte. Hallo? Normalerweise müsste ich doch was sehen. Vielleicht nachdem ich die Tür geöffnet habe. Will ich in die oder in die Richtung? Ich weiß es gerade gar nicht. Es ist so lange her. In die Richtung wahrscheinlich. Okay, listen closely. You're about to get in an underground area where there's no signal. This means that the map's GPS won't work and also the radio won't work too. Shit! You'll be completely on your own. No help whatsoever. Your goal is to go through all of the undergrounds and get out on the other side. Possibly alive. Thank you very much. Damn it. You're gonna be in the dark down there. That area was isolated for a very specific reason. Get a light and make sure you don't lose it for any reason in the world. Keep an eye on the exit signs on the walls. Got you. And I'll talk to you when you're on the other side. Good luck. Hallo? Ach, in die Richtung will ich. Die mächtigste Waffe. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich will. Ich will nur erstmal diese Lampe anmachen. Das wird angenehm. Wenn der Radiotyp mir sogar sagt, du willst die Lampe auf keinen Fall verlieren, dann weiß ich, dass es angenehm wird. Och, es ist hier doch schon zappenduster. Und ich tue mir das auch noch an.
Jo. Der Wann habt ihr so Sadomaso-Masken auf? Und warum seid ihr die Fetten? Ich brauch Muni. Und schon ist die Lampe weg. Die einzige Antwort gegen die. Ich habe halt nicht im geringsten eine Peilung, in welche Richtung ich muss. Ich will nicht das greifen. Ich komm nicht an mein Knüppel. Ich werde sterben. Sag mal, kann man hier unten irgendwie Lichter machen? Hebe, machst du Licht? Wenn ich dich greifen könnte, vielleicht. Bip, bup, bip, bap. Ich glaube, ich will irgendwie Richtung Norden. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, warum. Und jetzt stellt euch vor, ihr könntet das Spiel eigentlich im Duo spielen. Survive. Heißt das Spiel und es ist ein Zombie-VR-Game. Ein Survival. Mit einer kooperativen Story. Aber bei einem kooperativer Partner hat kein Bock. Ach, ich liebe diese Wumme. Erstmal dich weg. Warum habt ihr so Sadomaso-Masken? Fuck! Wo habe ich sie hingeworfen? Da. Ich habe gehört, ich folge einfach der Richtung, die mir sagt Exit. Und die andere Piste ist gleich nur noch meine Lampe. We are not alone. Ich weiß. Nee, geht leider nicht. Wenn ich's könnte, hätte ich's schon längst. Mag jemand einen Arm? Also ich kann es noch mal zeigen. Ich kann es hier abnehmen. Die one-shottet fast jeden Zombie.
Also ist schon mega OP. Ah, nee, doch, geht. Upsen. Ich war nur zu dem nicht vorhin. Okay. Hätten wir das geklärt. Ein Skin zu mitnehmen. Schön, dass wir geklärt haben, dass ich dämlich bin. Wie viel Muni habe ich überhaupt für die noch? Ich habe es eigentlich gerade eben auch versucht und da hat es nicht funktioniert. Also ich schieße die hier auf jeden Fall noch leer. Da ist doch bestimmt was drin. Ich will nicht wissen, was die hier unten getrieben haben. Hau ab! Jetzt ist die andere leer. Ich habe halt null eine Peilung, wohin ich gerade gehe. Hier ist auf jeden Fall ein Safe House. Mein Arm steckt in der Wand. Tür, schließe dich. Wenn ich es richtig sehe, will ich in die Richtung, oder? Ja, sehe ich das falsch. Obwohl, ich habe ja keine wirkliche Map, ne? Der hält mich, glaube ich, die ganze Zeit an diesen einen Punkt da. Ich glaube nicht, dass der im Punkt sich bewegt. Nee, der bewegt sich nicht, oder? Bewegst du dich von der Karte her? Doch, ein bisschen bewegt er sich. Okay, dann muss ich auf jeden Fall in diese Richtung gleich, wenn ich rausgehe. In die Richtung will ich. Irgendwie. Oh. Okay, ich verstehe schon. Hallo Brigitte, wie geht es dir denn? Ein bisschen kopflos heute. Ja, fuck das shit, I'm out. Denke ich mir auch teilweise. Hier ist auch nochmal ein Safe House. Ich habe langsam echt das Gefühl, dass der Punkt sich kaum bewegt. Ich sollte jedes Safe House mitnehmen. Oh. Bei der geht's nicht. Bei ihr habe ich jetzt einen Silencer. Lock ich weniger an. Ich glaube, ich habe den ein oder anderen Hit kassiert. Da ist 100 pro ein Zombie an der Tür. 100 pro. Ich höre dich doch. Ja, komm.
Verrät, das spielt mich an jeder Ecke. Ich habe halt null Peilung, wo ich lang muss. Getroffen. Ich glaube, ich bin eine Runde im Kreis gelaufen. Von hier komme ich doch. Nicht Kotzi. Boah, wie oft soll ich dich noch abschießen? Ich sehe nichts. Mir wurde ins Gesicht gekotzt. Ich wüsste gern, wo ich lang muss. Ja, mach dort. Passt. Einfach dem Symbol zeigen, dass es mir zeigt Exit. Folge einfach dem Exit. Man merkt, dass ich einen zittrigen Arm habe. Ich habe eher das Gefühl, dass ich in die Richtung muss. Ernst gemeinte Frage, warum haben die hier alle diese Masken auf? Help. Genau das brauche ich auch. Hilfe. Das ist so ein Kapitel, das wäre im Koop 100-mal angenehmer. Dieses Kapitel ist so grausam einfach. So, mit der rechten kann ich besser zielen.
Die Richtung sieht zumindest gut aus. Die ist leer. Ich kann die Knarre gleich nochmal einsammeln. So, da liegt sie besser. Exit ist in die Richtung. Alter, was ist das hier für ein kranker Ort? In der Richtung ist Exit. Ich will hier nur raus. Ganz ehrlich, scheiß auf das Upgrade. Pro Kapitel ein Upgrade gibt. Aber ich wiederhole, da scheiße ich jetzt mal drauf. Ich finde dieses Kapitel einfach nur grausam. Ganz ehrlich, wo bin ich hier reingeraten? Wenn ich mir allein den Raum von gerade eben noch mal vor Augen halte. Okay, in der Richtung ist das Weiße und das Grüne. Ich glaube, das Grüne war Upgrade und das Weiße war Ausgang. Mit der ich eh kaum ziehen muss, in die linken. Ich bin Rechtshänder. Solange man keinen Kumpel dabei hat, niemals den Türen trauen. Ich hab die nicht entsichert. Wo ist der Sicherungsbügel? Ach, da. Wenn ich dann eh schon dabei bin. Zum Glück sind die Dinger hirntot. Aber leider nicht taub. Sag mal, haben die sie bei Dead Island 2 gemacht und einfach alles in den Gully geworfen? Da ist Ausgang in der Richtung. Ich will nicht den Scheißknüppel. Ich will das da.
Oh, hier ist nochmal Schrotflintenmunition. In der Richtung ist Ausgang. Der ist geplatzt. Geht's hier nach links? Nee. Dann gehe ich gar nicht erst da lang. Ehrlich, ich lasse die Tür jetzt offen. Ist mir zu unsicher. Oh, hier ist was mit Sprengmagazin. In der Richtung ist Exit. Das heißt, das grüne ist Exit. Das weiße Ding ist so nah an mir dran. Ich guck mal, ob ich da was finde. Ich sollte mir noch den Schalter einfach holen. Wenn ich schon in der Nähe bin, versuche ich es natürlich zu holen, ne? Bei der Waffe gibt es keinen Schalldämpfer. Ist aber auch nicht nötig. Ich guck nur einmal hier links um die Ecke. Das könnte der Raum sein mit dem Upgrade. Einpacken und weg, würde ich sagen. Ich weiß nicht mal für welche. Der hat mir schon wieder voll gekotzt. Jetzt die andere Knarre, die habe ich glaube ich einfach irgendwo auf dem Weg weggeworfen. Und da kann nichts kommen, also kann ich mich in der Richtung hinstellen. Hätte ich dafür nicht ein Magazin mitgenommen? Da kommt schon das nächste Mistvieh angekrabbelt. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Oh, ich sehe das Exit. Raus! Tschüss.
Tschüss, ich bin weg. Ich bin raus aus der Hölle. Es war wirklich wie ein Abstieg in die Hölle. What the fuck? Da will ich da runter. What the fuck da unten, ey. Was haben die da unten getrieben? Ich will es, glaube ich, lieber nicht wissen. Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.